Was machst du nach der Pandemie? Ich bin mir nicht sicher, ob du mich gut verstehen kannst. Deshalb befreie ich mich jetzt lieber doch. Was machst du nach der Pandemie? Ich begrüße dich, euch alle, zu dieser Frage. Wie geht es dir heute? Fühlst du dich gut? Lasst uns hören, was Fachleute dazu meinen. Sorgen und Ängste, aber auch gefühlte und reale Bedrohungen stellen in Corona-Zeiten sowohl für Menschen mit als auch ohne psychische Erkrankungen eine große Herausforderung dar. So fasst Professor Katharina Stengler, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Leipzig, die Situation zusammen. Das ist ja auch kein Wunder, oder? Die Geschäfte haben größtenteils geschlossen und dort, wo wir noch hinein dürfen, stehen wir mit der Maske Schlange in 1,50 Abstand. Überall, wo wir vielleicht auch mal gerne hingehen würden, prangt das Schild wegen Corona geschlossen. Wir können nicht einfach so gemütlich in einem Restaurant sitzen. Museen sind zu. Wir können nicht mit den Kindern und Enkeln in den Zoo. Der Urlaub an der Ostsee, schlecht zu planen im Moment. Schon ein kleiner Tagesausflug geht nicht. Wir hier in Naumburg im Burgenlandkreis, wir müssen aktuell die 15-Kilometer-Grenze einhalten. Es sind schon so einige Dinge, die nicht mehr gehen. Kürzlich feierte mein Vater seinen 80. Geburtstag. Normalerweise wäre das ein Event gewesen mit allen Verwandten, mit Freunden und Bekannten. Jetzt haben wir zu viert gefeiert, was im Übrigen auch sehr schön war. Wir können nicht in den warmen Süden fliegen. Wir können so vieles nicht. Vielleicht bedrücken euch besondere Dinge. Die Liste, was wir offiziell gerade nicht mehr erledigen dürfen, wo wir nicht hin dürfen, die ist ganz schön lang geworden. Aber was ist eigentlich mit dem Gemeindeleben? Was ist mit unseren Gottesdiensten vor Ort, den Bibelkreisen, den Gesprächskreisen? Was ist mit dem Chortreffen, mit Kinder- und Jugendsabbaten, mit Kinder- und Jugendtreffen, Freizeiten? Wir freuen uns, dass all das im Moment auch online möglich ist. Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen Arbeitsbereich für unser Gemeindeleben entdeckt haben und dass wir da auch froh hineingewachsen sind. Dem Herrn sei Lob und Ehre dafür. Dennoch, den Besuch vor Ort in einer Gemeinde kann das Internet nicht ersetzen. Wir hören kein fröhliches Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit nehmen konntest. Ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Uns fehlt die Berührung einer warmen Hand, eine Umarmung, ein Schulterklopfen, ein Anlächeln. Uns fehlt das gemeinsame Singen, das gemeinsame Knien zum Gebet. Wir wissen, was jetzt geht und nicht geht. Vielleicht fügen wir uns ganz geduldig. Wir könnten alles gut verstehen. Wir können es nachvollziehen, warum wir gerade mit Beschränkungen leben. Vielleicht sind wir aber auch ungehalten, vielleicht ärgerlich. Wir könnten schreien und toben. Wie dem auch sei. Realität ist, wir leben im Lockdown. Wir sind schon geübt darin, dass das Ende dieser Beschränkungen immer wieder verschoben wird. Einmal hieß es kurz vor Weihnachten, Jahresende, Mitte Januar, Ende Januar ist im Moment der gesetzlich festgelegte Zeitpunkt für den Lockdown.
Aber Fachleute sprechen schon davon, dass auch diese harten Beschränkungen wohl noch bis Ostern verlängert werden. Wisst ihr schon, wann Ostern ist? Das ist Anfang April. Von einer etwas unsicheren, aber vielleicht vorhandenen Rückkehr zur Normalität wird erst im Sommer gesprochen. Im Sommer 21 wohlgemerkt. Aber ganz sicher ist sich da niemand. Und auch die Ärzte warnen, dass es nach einer gefühlten besseren Phase auch wieder schwieriger werden könnte. Vieles bliebe abzuwarten, so heißt es in den Medien. Wir werden darauf eingeschworen, dass wir noch eine ganze Weile so weiterleben wie jetzt. Da stellt sich für mich die Frage, haben wir allen Grund zum Verzweifeln? Ich denke nein. Alles, was wichtig ist zum Leben, das haben wir. Wer von euch hungert? Wer friert? Wer weiß in diesem Moment nicht, wo er heute Abend zu Bett gehen kann? Bei wem ist der Kleiderschrank schon leer? Das heutige Leben, das stellen sich viele Menschen rückblickend so vor, dass es zu Kriegszeiten und unter politischen Diktaturen so gewesen sein müsse. Manch einer erinnert sich noch. Und auch ich musste in der letzten Zeit oft daran denken, was meine Oma mir alles so erzählte aus den Kriegs- und Nachkriegszeiten. Doch wer von uns muss sich jetzt hier in unserem Land verstecken, weil feindliche Angriffe in einem Krieg uns bedrohen? Ich habe die Kriegs- und Nachkriegszeit nicht erlebt. Aber ich habe mich berühren lassen von dem, was meine Großeltern mir berichtet haben. Und ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen sehr oft gefragt habe: Oma, erzähl mir von früher. Ich habe das liebend gerne gehört. Und ich weiß noch viele Geschichten. Es ist mir lebendig. Und dieses Wissen von dem Früher, das lässt mich heute dankbar sein. Es macht mich zufriedener und auch glücklicher. Mein Vater stahl als kleiner Junge Kartoffelschalen vom Misthaufen des Bauern im Dorf. Aus diesen Kartoffelschalen bereitete seine Mutter die Mahlzeiten zu. Dieses Bild habe ich vor Augen, wenn wir anfangen könnten zu klagen. Ich sehe meinen Vater als Steppke heimlich ein bisschen in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo Essen besorgen. Ich erinnere mich an so manches, was meine Mutter erzählt hat, wo wir heute sagen, auwei, geht gar nicht. Das sind alles Dinge, die wir bewahren sollten und aus denen wir eine ganze Menge lernen können für unsere Sicht der Dinge heute. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich einmal so frei wie jetzt über meinen Glauben sprechen kann. Dass das dann auch noch aufgenommen wird und veröffentlicht. Und jeder, der es möchte, der darf das anhören und anschauen. Das wäre in meiner Vorstellungswelt zu DDR-Zeiten undenkbar gewesen. Wohlgemerkt, ich beziehe mich nicht auf die Erfindung der Technik, auf das Internet, all diese modernen Errungenschaften, sondern um die Möglichkeit, das frei zu dürfen. Was haben wir nicht heute für Geschenke, für Freiheiten, die wir so selbstverständlich nehmen? Wir hören unsere Andachten, wir können sie weiterleiten an Freunde und Bekannte. Wer hätte das je gedacht? Ich bin groß geworden zu DDR-Zeiten und ich weiß, was es bedeutet, verspottet zu werden und Einschränkungen zu erleben. Ich weiß, mit welchen weltlichen Nachteilen jemand rechnen muss, der sich auf Gottes Seite stellen möchte. Und doch, schaut einmal in die Geschichte.
Unser Gott, der lebt noch und er wird ewig da sein. Und der Staat, der mir damals als Kind und junges Mädchen auch so allerlei Schwierigkeiten bereitet hat, wo ist der jetzt? Wir wissen es. Im Psalm 45, Vers 7 heißt es: Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das sind ganz wenige Worte. Sie bedeuten für mich, dass alles, was hier geschieht, vergänglich ist, was ich jetzt so wichtig nehme, was mir auch Angst macht, und dass Gott drüber steht. Gott ist der Herr, immer und ewig. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ihm hier etwas entgleiten könnte. Für immer und ewig ist Gott da. Heute fiel mein Blick auf eine Schlagzeile im Naumburger Tageblatt. Goldene 20er in Sicht? Das war die Frage. Oh, das hat mich interessiert, weil da ein schickes, großes Bild auch gleich meine Blicke gefangen nahm. Die Mode von damals, es war eine Situation von vielen Leuten, die da irgendwie fröhlich gefeiert haben. Was zeichnete eigentlich diese Zeitspanne aus? Da habe ich lesen dürfen. Damals blühten Wirtschaft, Gastronomie, Mode, Theater, Filmindustrie, Nachtleben. Die deutsche Hauptstadt, verklärt als Babylon Berlin, schien der Mittelpunkt der Welt zu sein. Bis zum Tanz auf dem Vulkan in den Jahren 1924 bis 1929 dauerte es. Psychologen, Wissenschaftler, Soziologen, Wirtschaftsexperten, sie alle vermuten, dass nach der Pandemie, nach diesen harten Einschränkungen, die Menschen vielleicht wieder so leben wollten wie in den 1920er Jahren. Ein lange zurückgehaltenes Leben wie ein unterdrücktes Gefühl würde aufbrechen und die Menschen würden endlich all das nachholen, was sie versäumt hätten. Die Wissenschaftler rechnen mit einem ziemlich exzessiven Lebensstil. In unserem Naumburger Tageblatt hieß es dazu: Schulden, Drogen, wilde Partys. So lautete die Bildunterschrift unter diesem erwähnten bunten Blickfang zu diesem Zeitungsartikel. Ich möchte den Psychologen Simon Hahn-Zog zitieren, der dort mit in diesem Beitrag vorkam. Der Drang des Menschen nach lebendigem Leben und nicht nur absichernder Existenz ist ein starker Veränderer. Je länger die Phase der Verbote dauere, desto stärker sei davon auszugehen, dass sich Kunst und Kultur auch im Untergrund zurückmelden. Auch der Soziologe Christakis erwartet nach der Pandemie einen Aufschwung. Er rechnet damit, dass sehr viel Geld ausgegeben wird für Dinge, die im Moment verboten sind. Er schreibt: Viele werden in der Not religiöser. Nach der Pandemie wird sich all das umkehren. Kneipen, Nachtclubs, Erotik, Sexualität, all das wird sehr wichtig werden. Bis Anfang 2024, so rechnen Zukunftsforscher, werden wir noch mit Durststrecken, mit Einschränkungen, mit Belastungen durch die Pandemie rechnen müssen. Soweit all das, was heute früh hier bei uns in Naumburg im Tageblatt zu lesen war. Deshalb meine Frage erst einmal für mich, aber dann für uns alle: Was planen wir? Was planst du nach der Pandemie? Was möchtest du dann endlich wieder unternehmen?
Was drückt dich heute besonders? Was belastet dich? Worüber ärgerst du dich vielleicht sogar? Was vermisst du? Sind das dann die Dinge, die du endlich wieder machen willst? Vielleicht planst du einen Besuch mit deiner Familie im Zoo. Oder du überlegst, dass du an die Ostsee fahren könntest. Vielleicht hast du einfach auch nur Lust, gemütlich im Buchladen um die Ecke zu stöbern. All das ist schön und ich nehme mir das selber auch vor. Aber ist das schon alles? Wie sieht es denn mit unserem Gemeindeleben aus? Vermisst du da im Moment eine ganze Menge? Freust du dich darauf, wieder vor Ort in deine Ortsgemeinde zum Gottesdienst zu kommen? Ich hoffe ja. Freust du dich darauf, dass wieder Konferenzen stattfinden können mit all den Geschwistern, die du so lange nicht gesehen hast? Plane, dabei zu sein. Überlegst du, ob du teilhaben kannst an Kinderveranstaltungen, Jugendtreffen, Chortreffen, an Missionsaktivitäten? Ich glaube, wir dürfen uns schon heute darauf freuen. Wir dürfen heute schon Pläne legen. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns wieder die Freude schenken möchte, all das zu unternehmen, was lange Zeit eine Selbstverständlichkeit für uns war. Gott kann uns helfen, jetzt mit dem, was hier möglich ist, freudig und dankbar zu leben. Und er kann uns einen frohen Blick nach vorn schenken, den Blick, wieder beieinander sein zu dürfen. Ich freue mich drauf. Überlegt, was ihr im Kleinen unternehmen könnt. Wer würde sich über einen Besuch von euch freuen? Wen könnt ihr einladen? Prüft, welche Schriften wir hier in der Gemeinde haben. Welche Flyer würdet ihr gerne einmal verteilen? Wem könnt ihr ein Leuchtfeuer weitergeben? Oder all die anderen Materialien, die uns zur Verfügung stehen? Macht Pläne. Wirkt jetzt schon dafür, dass wir später voll loslegen können, wenn wir wieder dürfen. Für das Jahr 2021 haben sich die Abteilungen der Deutschen Union eine Menge vorgenommen. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns segnet, dass er uns Türen öffnet und dass er uns auch Kraft und Ideen schenkt, vieles, vieles umzusetzen. Wir beten darum, dass Gott uns Wege zeigt und dass er uns immer wieder begleitet und mit seinem Segen dafür wirkt, dass Menschen berührt werden von seiner Liebe, von seinem Wort. Ich wünsche mir, dass wir das letzte Zitat von dem Soziologen Christakis für uns persönlich ganz anders formulieren können. Erinnert euch, dort hieß es: Viele werden in der Not religiöser. Das ist ein Erfahrungswert, das stimmt. Zu einem Sprichwort ist diese Tatsache geworden. Not lehrt beten. Und das ist auch richtig so. Not darf uns beten lehren. Wir dürfen in jeder Not und mit all unseren Problemen zu Gott kommen. Ich möchte das nicht so gerne wiederholen, was da alles stand jetzt in diesem Zitat, sondern ich möchte das ganz anders ausdrücken. Wir werden in der Zeit der Corona-Pandemie noch näher zu Gott geführt. Unser Glaube wächst, unser Vertrauen wächst. Und nach der Pandemie blicken wir getrost und dankbar auf diese Zeit zurück. Und wir halten weiter fest an unserem Heiland. Wir bleiben in Gottes Hand. Wir nutzen die Möglichkeiten, unseren Glauben auszuleben und frei weiterzugeben. Wir bleiben in der Verkündigung. Wir legen nach der Pandemie, so es denn erlaubt ist, diese Maske ab. Sicher freuen wir uns auch darauf. Aber unseren Glauben behalten wir. Wir behalten das Wort Gottes. Es gehört zu unserem Leben. Es macht uns reicher und stärker.
Erinnert euch, was da aufgezählt war, wo die Menschen wahrscheinlich hinströmen werden nach der Pandemie. Wollen wir da auch hin? Nach der Pandemie werden wir unseren Glauben weiter freudig ausleben. Wir werden Gott darum bitten, dass er uns stärkt, dass er uns Erfahrungen mit ihm machen lässt. Und wir werden an anderen Orten sein, in den Gemeindehäusern, im Gottesdienstsaal, zu Kinder- und Jugendtreffen, zum Chortreffen, in der Bibelstunde, im Gesprächskreis, in all den Dingen, die eure Gemeinden planen. Wir dürfen teilnehmen an den Missionstreffen. Da wollen wir hin. Nicht in eine Kneipe oder einen Nachtclub, wie die Forscher das vermuten. Lasst uns freuen, dass wir einen guten Ausblick haben. Gott trägt uns, er trägt uns auch durch eine schwierige Zeit hindurch. Wir dürfen heute, jetzt, in diesem Moment in Gottes Hand sein. Denn Gott war, ist und bleibt. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe. Er ist uns immer nahe, egal wie die äußeren Umstände sich gestalten. Er ist uns nahe, wenn wir ihn ernstlich anrufen. Und so möge eine Zeit der Not eine Gebetszeit sein, aber wenn die Not zu Ende ist, möge das Gebet nicht aufhören, sondern weiter wachsen. Die Beziehung zu unserem Heiland möchte sich weiter intensivieren, solange wir leben. Jesus selbst hat uns versprochen, er hat es uns verheißen, er hat es zugesichert. Ich bin bei euch, ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Jesus sagt, ich bin bei dir, ob nun eine Pandemie ist oder nicht, ob es dir gut geht, ob du dich wohlfühlst, ob du gesund bist, ob du alleine bist. Ich bin bei dir. Ich trage dich dadurch. Und wenn auch immer du nicht weißt, was genau vor dir liegt, ich bin da und ich sage dir, das Ziel, was ich mit dir im Blick habe, nämlich das ewige Leben, da möchte uns der Heiland hinführen und da möchte keiner von uns fehlen. Wir wollen Gott niemals vergessen. Nicht, wenn es uns schlecht geht und auch nicht, wenn es uns gut geht. Wenn Gott uns ein Danach schenkt, eine Zeit nach dieser Corona-Pandemie, dann wollen wir auch diese Zeit aus Gottes Hand nehmen und in Gottes Hand legen. Und wir dürfen schon Pläne machen. Wir dürfen uns freuen, dass Gott an unserer Seite ist. Lasst uns miteinander lesen Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, was ihr machen wollt nach dieser Pandemie. Der Herr segne euch alle. Und er segne uns und die Möglichkeiten, die wir hoffentlich bald wieder auch in den Gemeinden haben dürfen. Möge dann keiner fehlen, die wir alle einladen, auf die wir uns jetzt freuen, dass wir wieder Seite an Seite sitzen dürfen, gemeinsam eine Predigt lauschen, uns austauschen, indem wir uns vor Ort begegnen, in der Sabbatschule, in der Erfahrungsrunde, in einer Bibelstunde am Nachmittag. Der Herr sei mit euch allen, er tröste euch,
er ermutige euch und er lasse euch ganz fest wissen, dass ihr bei ihm seid, in seiner Hand, dass er seine Hand über euch hält. Amen.